Okay, seid ihr bereit? Mhm. Ja? Okay. Ich bin Lennart, Berliner Reporter und Reisender. Meine Begleiterin ist Uschi, Rheinhessin, Köchin aus Leidenschaft, Kultur- und Weinbotschafterin. Unser Gefährt, ein Bulli von 1972. Zusammen erleben wir Rheinhessen, Land, Leute, Kultur und Wein. Heute führt unser Weg nach Flörsheim-Dalsheim. Westlich von Worms liegt der kleine Ort, der für seine Fleckenmauer bekannt ist. Und die heißt nicht so, weil sie so viele Flecken hat, sondern weil sie aus Kalkbruchstein ist und im 15. Jahrhundert um den sogenannten Flecken da Golfesheim, heute der Ortsteil Dalsheim, gebaut wurde. Ein Flecken war damals ein Dorf, das Marktrecht hatte. Ebenfalls in Dalsheim liegt das Sekthaus Raumland. Hier im südlichen Rheinhessen hat sich Volker Raumland niedergelassen und sich von der Presse sogar zum Sektpapst ernannt, weltweit einen Namen mit seinem rheinhessischen Winzersekt gemacht. Was zeichnet euren Sekt denn aus hier? Was macht den so besonders? Ja, wir machen unseren Sekt ja schon seit fast 40 Jahren und haben da natürlich einige Jahre Erfahrung gesammelt. Es geht draußen mit der Traubenproduktion los. Wir sind biozertifiziert seit 2002, ernten alle Trauben per Hand in kleine Plastikkistchen und machen die sogenannte Ganztraubenpressung, ähnlich wie in der Champagne, wo wir ganz sachte und vorsichtig die Trauben abpressen, sodass wenig Phenole, wenig Gerbstoffe mit rausgelöst werden. Uschi sagte auch schon, ne? Hilf mir noch mal auf die Sprünge, Art Champenoise? Champenoise. Champenoise. Darf aber eigentlich ja nicht Champagner genannt werden, aber geht in dieselbe Richtung, vielleicht sogar besser. Es ist die gleiche Methode zwar, aber die Methode Champenoise oder Champagner heißt ja nicht nur die Methode Champenoise, sondern ist auch die Region der Champagner. Also nur die Schaumweine, die aus der Region der Champagner kommen, dürfen Champagner heißen. Aus diesem Grund spricht man in Deutschland vom Winzersekt, der hier in Rheinhessen in dieser Form seit Anfang der 80er Jahre hergestellt wird. Volker Raumland, Industriemechaniker und Önologe, begann seine Karriere damit, für andere Weingüter mobil zu versekten, also aus Wein in der traditionellen Flaschengärung durch die Zugabe von Hefe und Zucker Sekt zu machen. Heute versektet er im großen Stil fast ausschließlich seine eigenen Weine. Bis hin zum Degorgieren. Was das heißt und wie das konkret funktioniert, zeigt er uns jetzt. Also hier werden die Flaschen eingefroren bei minus 21, 22, 25 Grad, werden aufs Band gestellt, laufen hier im Kreis rum durch diese Waschmaschine, wo sie auch nochmal abgewaschen werden. Und hier in der Maschine werden sie degorgiert, also enthäft. Da kommen wir an mit dem Eistropf, mit dem Kronkork. Das wird da geöffnet. Der Kronkork schießt raus und die Hefe hinterher mit dem Eistropf. Dann ist er eigentlich erst hefefrei. Heute ist vieles mechanisiert. Nur vereinzelt werden noch Flaschen von Hand gerüttelt. Heißt, nach und nach gedreht und auf den Kopf gestellt, bis die Hefe im Flaschenhals ist und durch das Degorgieren entfernt werden kann. Wenn man die rüttelt, werden die immer weiter reingedreht. Immer weiter reingestellt, sodass sie zum Schluss ganz senkrecht stehen. 40.000 Flaschen am Tag, ne? Ist das Ziel. Ja, 40.000. Da musst du schon ein bisschen beeilen. Ist ja gar kein Problem, ja. 40.000, aber ich würde eigentlich ganz gerne mal im kleinen Wettstreit gegen dich mal einmal die Flaschen drehen. Wollen wir mal machen? Schnell? Also müssen wir kurz mal festlegen, bis wohin wollen wir denn machen? Ja, die ersten drei? Bis runter. Bis runter? Bis runter, okay. Soll ich dir Vorsprung geben? Zwei Reihen? Herr Volker will mir schon Vorsprung geben. Nee, wir machen es wirklich so komplett, oder? Auf die Plätze, fertig, los. Ja, du machst ja aber gar nicht richtig hier, ne? Ich mach so schnell, dass du das gar nicht siehst. Und ich muss erst mal überlegen, welche Flasche ich hier überhaupt angreife. Okay. Ja. Du warst hier. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Zeit geschafft. Ja, aber du lässt es schon gut an, ist schon okay. Die Challenge habe ich verloren. Aber Volker gibt mir eine zweite Chance und holt seinen Champagnersäbel raus. Er will mir zeigen, wie man eine Flasche sabriert,
also mit dem Säbel, köpft. Eine Tradition, die Napoleon selbst nach einer gewonnenen Schlacht gegen Russland begründet haben soll. Also ich würde es nicht empfehlen, einem Laien das einfach mal so zu machen mit dem Küchenmesser oder so. Vor allen Dingen nicht innerhalb geschlossener Räumlichkeiten, weil das ist schon zu gefährlich. Ja, super. Ja, das ist ja wunderbar. Okay, seid ihr bereit? Mhm. Ja? Schon mit bisschen mit Schwung. Ein bisschen mehr, ja? Ja. Jawohl! Ja. Wow! Und sogar. Eine Tra- ja. Was sagst du? Perfekt. Klasse, perfekt. Besser wie bei mir. Guck. Siehst du, du kannst das. Damit verlassen wir Volker und fahren nach Alzey. Wie Worms, bekannt durch die Nibelungensage, hier im alten Zentrum entdecken wir Spuren von einem anderen Volker, dem von Alzey. Laut der Sage Ritter und Held der Burgunder und Spielmann am Hof in Worms. Das hier ist der Rossmar. Das ist das Pferd vom Volker von Alzey. Wurde 1985 von einem Künstler hier kreiert. So, Lennart, jetzt fühl dich mal wie der Volker von Alzey. Setz dich mal da drauf. Ja. Direkt hinter dem Brunnen liegt die Rheinhessen-Vinothek. Hier bewirten Winzer aus der Region Einheimische und Touristen. Heute ist Friedel vor Ort und präsentiert uns den Querschnitt an rheinhessischen Weinen, den die Vinothek zu bieten hat. Das ist für uns als Winzer auch, sag mal, ein Stück Markenzeichen, ein Schaufenster von unserer Gegend. Wir probieren eine Scheurebe, eine Kreuzung aus Riesling und Bukett-Traube, die als Rebsorte tatsächlich 1916 hier in Alzey von Georg Scheu erstmals gezüchtet wurde. Ist sehr nachhaltig im Geruch auch. Es steht immer noch im Glas. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist genau dein Fall, ne? Ja, ich mag die Fruchtigkeit und dass er auch noch cremig ist und dass der lang schwebt im Mund. Zum Abschluss des Tages zeigt mir Uschi noch einen ganz besonderen Ort, den Flohnheimer Trullo. Der Name Trullo kommt aus dem Italienischen und bezeichnet die vor allem in Apulien vorkommenden Rundhäuser. Angeblich sollen Wanderarbeiter die Trulli hier in Rheinhessen errichtet haben. Das ist aber nicht belegt. Die Weinberghäuschen dienen vor allem als Schutz vor Regen, plötzlichen Gewittern und als ein Ort, um sich zu treffen. In der nächsten Folge: Ein Stück Heimat am Kulturufer in Bingen am Rhein und warum Ingelheim die Rotweinstadt Rheinhessens ist. Ich bin ja wirklich Weinlaie, ne? Also Uschi lacht mich auch immer ein bisschen aus. Ne? Das stimmt gar nicht. Wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, dann klickt einfach hier.